Der Koran enthält zahlreiche Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Hallo Leute, mein Buch enthält zahlreiche Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Das höre ich ständig und andauernd von Apologeten jeglicher Couleur und stets, immer ist dies falsch, schlicht gelogen. Denn erstens gibt es keine verifizierten Prophezeiungen. Zweitens ist nichts, was in irgendeiner Form vorhergesagt wurde, jemals eingetreten. Drittens kann es jeder leicht verifizieren. Und viertens lügt jeder, der es sofort als falsch entlarven könnte und es trotzdem behauptet. So, jetzt sehe ich erstmal nach, worüber hier gesprochen wird und wende mich dann dem zu, was hier im Einzelnen behauptet wird. Damit wir hier ganz klar sehen, wenn ich einem Kellner sage, bring sie mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier, und der wetzt los und kommt dann mit einer Flasche Bier zurück, habe ich dann eine Prophezeiung gemacht? Bin ich jetzt ein Prophet? Nee, wohl kaum. Wenn ich prophezeie, dass es im Juni in London regnen wird, ist dies wohl ebenso wenig eine Prophezeiung wie die Wahnsinnsvorhersage, dass in den nächsten 3 Wochen über Europa Flugzeuge durch die Luft fliegen werden. Denn Regen und Flugzeuge sind heutzutage nichts Ungewöhnliches. Was ist denn jetzt eine Prophezeiung und was eine Vorhersage und ist das ein und dasselbe? Nee, nicht ganz. Eine Prophezeiung basiert auf dem, was ein Mensch sagt, ohne Fakten, ohne Anspruch auf Beweise. Hingegen eine Vorhersage oder Prognose basiert auf Erfahrung und Daten und kann irgendwas zwischen vage und sogar haargenau sein, zum Beispiel eine Wettervorhersage, die ja auf der Meteorologie basiert. Gemeinsam ist beiden Begriffen also nur, dass sie sich auf Ereignisse in der Zukunft beziehen. Zurück zum Video. Gibt es denn überhaupt eine Prophezeiung in Bibel oder Koran, die eingetroffen ist? Nein, gibt es nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt zahllose Prophezeiungen, die nicht eingetroffen sind. Und damit bin ich beim zweiten Kriterium, dem Inhalt einer Prophetie. Genauso wie die Vorhersage, dass es im Juni in London regnet, wohl kaum einer besonderen Gabe bedarf, ist also der Inhalt einer Prophezeiung oder einer Prophetie das Wichtigste. Oder sollte es zumindest sein. Die Vorhersage, dass es im Juni regnet, kann in Pretoria in Südafrika schiefgehen. In London hingegen weniger. Aber da generell Regen nichts Ungewöhnliches ist, kann es wohl kaum als Prophezeiung durch einen Propheten gelten. Also haben wir einerseits den Anspruch, genaue Angaben zu bekommen und die Realität, dass da nur vage oder überhaupt keine Angaben gemacht werden, wenn es um theologische Prophezeiungen geht. So, was macht denn jetzt der Sprecher im Video als solche aus? Nun, er singt ein bisschen. Macht das den Inhalt besser? Nee. Denn die Behauptung, der Inhalt selber, der ist falsch. Hier behauptet er, sein Gott werde den Text des Koran vor Veränderungen bewahren. Und da heute jeder mit Internetanschluss sehr schnell den Wahrheitsgehalt seiner Behauptung überprüfen kann, ist das in meinen Augen klar gelogen. Wie jeder religiöse Text hat der Koran viele Wandlungen erlebt, was ja sogar in den Hadiths beschrieben wird, also in den Texten des Islam selber. Warum also jemand so dreist lügt, das verstehe ich einfach nicht. Ich habe schon vor Jahren eine Textanalyse gemacht und in der Serie habe ich auch einige Varianten des Koran aufgezeigt, mit Bildern und Fotos, die das belegen. Und noch einfach so ein Beispiel. Der Koran wurde vor ein paar Jahren in Kuwait gedruckt. Hunderttausende von Büchern. Und das war ein Fehldruck. Ganze Passagen waren falsch oder fehlten und alles musste eingestampft werden. Der Gott im Islam war wohl anderweitig beschäftigt und hat nicht auf sein Buch aufgepasst oder irgendwie sowas. Und dann ging es dann auch schon daneben. So ähnlich muss die Vorstellung gehen. Aber wenn gerade die vielen Kinder gerettet wurden, die jedes Jahr wegen Unterernährung sterben, ist das ja wohl okay, ne? Also war es eine Prophezeiung? Nein. Ist da irgendwas eingetreten? Nein. Hat da jemand versagt? Ja. So, jetzt sind wir bei, 0 Minuten 42 Sekunden und er singt schon wieder. Kommt denn diesmal wenigstens eine Prophezeiung heraus? Nein, leider nicht. Es folgt eine falsche Behauptung, dass der Koran einfach zu lernen sei. Also wohl kaum eine Prophezeiung, sondern lediglich eine plumpe Behauptung. Und auch noch falsch, weil der Koran ja erstmal in Altarabisch geschrieben ist, eine tote Sprache, die heute kaum jemand studiert, und dann auch noch völligen Blödsinn enthält, der es fast unmöglich macht,
den auswendig zu lernen. Und deshalb sind ja auch die Hafis, die das können, so rar. Jetzt folgt auch noch eine weitere falsche Behauptung. Ich muss doch jeder wissen, dass das falsch ist. Und zwar sofort und direkt. Nein, es gibt Millionen von Texten, die einfacher auswendig gelernt werden können. Allein Liedertexte. Also das Menschen auf Konzerten singen das ständig mit. Das ist doch gar nicht mehr zählbar, wie viel das sind. Also ist diese Behauptung völliger Schwachsinn. Warum macht jemand sowas Dummes? Er behauptet, die Zahl der Muslime, die den Koran auswendig lernen, weil es ja so einfach ist, sei Hunderttausende. Echt? Okay. Und? Wo soll das beeindruckend sein? Guck mal, Muslime, wenn wir davon ausgehen, dass es 1,5 Milliarden sind, 10% sind ca. 150 Millionen, 1% 15, 0,1, 1,5 Millionen. Das heißt, seine Hunderttausenden sind dann ca. 0,01 oder 0,2% der Muslime heute. Was? Und? Ist das viel? Nein, wohl kaum. Ist das imposant? Nee. Zumal, er spricht ja auch von ganzen Generationen. Also es scheint Muslime nicht sonderlich zu interessieren, was da so am Koran steht. Zumindest nicht so viel, dass sie es auswendig lernen. Warum macht also jemand sowas Dummes, sowas zu behaupten? Und dann, nach 2 Minuten, kommt was über Kriege der so friedlichen, friedliebenden Muslime. Und eine erneute Behauptung. Diesmal nicht gesungen, aber der Inhalt ist genauso idiotisch. Es geht darum, dass irgendwelche Menschen, der Byzantiner, irgendwo in irgendeinem Land, in irgendwelchen Jahren, irgendwie irgendjemanden besiegen, mit irgendeiner Hilfe eines Gottes, eines barmherzigen Gottes, der Menschen tötet, die er vorher selber erschaffen hat, wissend, dass er sie töten wird, irgendwo, irgendwie und irgendwann. Ist das eine Prophezeiung? Nein. Ist da irgendwas eingetreten? Nein. Ist das versagt? Ja. Warum macht jemand so etwas Dummes? Zu der Zeit damals hat jeder mal gegen jeden gekämpft und jeder war mal Sieger, jeder mal besiegt. Also ist das nichts Ungewöhnliches? In diesem Umfeld ist ja auch der Koran entstanden, um Krieger anzuwerben. Die Römer wurden von Heraklius, einem christlichen Eroberer, angeführt, während die Perser von Chosrow Parsis angeführt wurden, unter dem das Reich seine größte Ausbreitung erfuhr. Die Details, die jetzt genannt werden, wie Römer, Perser, Jahre, davon steht nichts im Koran. Es ist frei erfunden, einfach nur erstunken und erlogen. Und nach 3 Minuten Video gehen denen wohl die koranbasierten Prophezeiungen aus. Und sie müssen einen Inder bemühen, der da irgendwas schreibt über ein paar Märchen. Und dies wird dann wieder von einem Satz gefolgt, der völlig wirr und konfus ist. Also hier versteht doch niemand, wer was zu wem und warum sagt. Ich sehe hier nur Blödsinn, aber keine Weissagung. Dazu kommt die Behauptung, dass dies passierte, als der Koran noch gar nicht fertig war. Zu behaupten, dies wurde ein paar Jahre vorher offenbart, ist ja wohl ziemlich blauäugig und völlig albern. Ist das eine Prophezeiung? Nein. Ist da irgendwas eingetreten? Nein. Ist das versagt? Ja. Warum machen die sowas Dummes? Und jetzt wird auch die Verzweiflung deutlich, mit der diese Apologeten irgendwie noch etwas Besonderes aus dem überaus banalen diesem Koran rausquetschen wollen und erfinden irgendetwas. Ich meine, der Koran ist nichts Besonderes. Es ist voller Fehler. Da ist nichts irgendwie, was irgendwie wahr wäre. Und da steht jetzt was von der Hölle und da wird jetzt eine ganze Geschichte, ein Märchen dazu erdichtet. Das ist unehrlich und kindisch. Bald werde ich ihn im Höllenfeuer brennen lassen. Und wie kannst du wissen, was das Feuer ist? Es verschont nichts und lässt nichts übrig. Walid starb ungläubig, wie es im Koran vorausgesagt worden war. Mann, im Koran steht nichts von einem Walid oder wie er starb. Warum? Warum so ein Blödsinn? Ist es eine Prophezeiung? Nein. Ist da was eingetreten? Nein. Haben die hier völlig versagt? Ja. Und wird es dann anschließend besser? Nein. Im Gegenteil, jetzt werden leere Drohungen als Prophezeiung verkauft. Brannte Abu Lahab in einem flammenden Meer? Keine Ahnung. Beweise gibt es dafür nicht. Und die 3 Behauptungen, die jetzt folgen, die stehen weder im Koran, noch sind sie irgendwie eingetreten. Warum also dieser Schwachsinn? Über Abu Lahab wurden 3 Prophezeiungen gemacht. Zum ersten,
Die Verschwörungen Abu Lahabs gegen den Propheten werden keinen Erfolg haben. Zweite Prophezeiung, sein Reichtum und seine Kinder werden ihm nichts nützen. Drittens, er wird als Gegner der Religion Gottes sterben und in das Feuer kommen. Und welche Verschwörung meint er? Wie kommen die da drauf? Wo starb denn dieser Lahab und gab es ihn denn überhaupt? Ich meine, wenn Mohammed nicht gab, dann stehen die Chancen schlecht für seinen Onkel, den der allbarmherzige Gott hier so übel foltert. Hätte Walid oder Abu Lahab den Islam angenommen, auch wenn es nur äußerlich gewesen wäre, so hätten sie damit die Prophezeiung widerlegt und damit auch ihre göttliche Quelle. Tja, da ist sie wieder, Pascals Wette, die so viele Muslime so heiß und innig lieben. Obwohl, ich glaube, das wissen die gar nicht, sie damit ihren Gott wie einen gutgläubigen Idioten aussehen lassen, der nicht weiß, wer wirklich glaubt oder nur so tut. Warum macht jemand nur so etwas Dummes? Wo, bitteschön, steht im Koran etwas über die Söhne Lahabs? Ich meine, es geht doch hier nur um eins und das ist um den Koran. Prophezeiungen im Koran. Aber wo bleiben die denn? Anstatt jetzt mal Fakten auf den Tisch zu legen, kommt nur noch Geschwafel und jetzt sinnloses Predigen mit innerer Wahrheit und ähnlich banalem Blödsinn. Aber okay, jetzt mal andersrum. Was wäre denn eine Prophezeiung, die ich gelten lassen würde? Naja, wenn da im Koran stehen würde, am 26. Februar 1954 werde ich in Istanbul einen minderbemittelten, machtgeilen Türken erschaffen, der erst Fußballer wird, dann ins Kitchen wandert und der dann 20 Jahre später als Sufi die Türkei um 1000 Jahre zurückwerfen wird. Dann würde ich sagen, ja, das ist in der Tat erstaunlich. Steht es im Koran so? Nein. Und wäre es, wenn es dort stehen würde, in irgendeiner Form und Weise, wäre das ein Hinweis auf einen der Götter oder Göttinnen? Nein, natürlich nicht. Es wäre erstaunlich, mehr aber auch nicht. Thanks for your time.